Wir befinden uns hier in Bern an der Transport CH. Wir dürfen das erste Wasserstofffahrzeug von Scania in der Schweiz vorstellen. Das ist im Rahmen von der Pilot Partner Initiative. Zu diesem Zweck ist der Dirk Stuben zu uns in die Schweiz gereist und hilft uns, das Fahrzeug an der Messe zu präsentieren. Dirk, um was geht es genau bei diesem Fahrzeug? Ja, ein Brennstoffzellenfahrzeug, was im Grunde aufgebaut ist auf einem Standard Scania Elektro-Sattelschlepper, das wir mit einer Brennstoffzelle erweitert haben, die unter der Fahrerkabine positioniert ist. Hinter dem Fahrerhaus haben wir die vier Wasserstofftanks, die mit 700 Bar betankt dafür sorgen, dass wir eine enorme Reichweite von bis zu 1000 Kilometern erreichen können. Das Fahrzeug kann im Betriebsmodus Brennstoffzelle allein, im Mischbetrieb Brennstoffzelle und Batteriebetrieb oder eben im Batteriebetrieb alleine gefahren werden. Vorteil daran ist, dass wir eben selbst wenn die Wasserstofftankstelle gerade eben keinen Wasserstoff vorrätig haben sollte oder defekt sein sollte, dass man eben auch noch unter Batteriebetrieb weiterfahren kann. Die Batterie an sich ist sehr großzügig dimensioniert, einfach deswegen auch, um zu jedem Zeitpunkt auch genug Bremsenergie wieder in die Batterie aufnehmen zu können, was gerade hier in der Schweiz sicherlich von großem Nutzen ist. Das Fahrzeug ist ja in der Pilot Partner Initiative ein Bestandteil. Wir testen das in der Schweiz mit vier Kunden. Was ist Pilot Partner? Ja, Pilot Partner ist eine Initiative bei Scania, wo wir eigentlich neue Technologien und Konzepte unter realen Bedingungen im Kundenbetrieb testen wollen, um sie zu sehen, wie wir sie bis zur Marktreife bringen können. Nicht nur die Technologie, sondern eben auch welche weiteren Faktoren spielen da eine Rolle. Betriebswirtschaftliche Faktoren, Instandhaltungskosten, ab welchem Preisniveau, Kostenniveau von Wasserstoff sich das rechnet und solche Fragestellungen. Für die Pilot Partner Initiative in der Schweiz, für die ersten vier Fahrzeuge, haben wir vier Kunden gewonnen. Das ist Fahrzeug Nummer 1 MI Schweiz, Fahrzeug Nummer 2 Migros Ostschweiz, Fahrzeug Nummer 3 Traveco, Fahrzeug Nummer 4 Retralog. Wir freuen uns auf den Start von dem Fahrzeug, das wir in Betrieb nehmen im Frühjahr 2026.